Willkommen zurück zu Let's Play Deponia mit mir, King Falke. Und letztes Mal haben wir mit Clitoris gesprochen und wollten wir zurück und das Herr Goal sagen, aber die ist leider so Wenze hingebracht worden, kam ja der Ogern an. Und jetzt sind wir ungefähr vor und wir sind eingesperrt worden, weil der Vogel hat ja die ganze Zeit gesprochen und der ist Gizmo. Ich dachte, ja, wir müssen drinnen bleiben, aber jetzt versuchen wir die ganze Zeit zu reden, ob wir wieder raus können. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auf. Gut so, vorerst. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche, aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall! Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant! Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Plörre und Kaktusbrot. Oje. So lange wirst du es noch aushalten. Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich geb's auf. Gut so, vorerst. Ach, nix. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Da ist nichts mehr zu holen. Die Katze? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Wenn ich das zuschmeiße, bekomme ich es nie wieder auf. Boah, sorry. Ich dachte, meinte, dass er nicht aufmachen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei geht sie nur in eine. Der Dietrich, wieso musst du denn jetzt gerade raus? Nein, gib. Ja. Da, es hat hier geblinzt. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf nimmer Wiedersehen Rufus auf den Ballons? Ja. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Sein Gitter. Was kann man überhaupt denn bauen? Oh, der macht was. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz. Frechheit siegt. Wusch. So, jetzt bin ich wieder frei. Ja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ja, hier können wir ja nichts mehr machen. Okay, dann gehen wir hier. Und jetzt
Wenzel Souls? Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich, ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Komm mal da hoch. Oh, Toni. Ah, meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Genau. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Ach, da hätte ich dann alles zu, wenn der das schon alles kennt von dir. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Ach so. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Dann nehmen wir mal in den Keller. Schrank. Wo ist schon mal, oder? Goal. Schrank, Schränkchen. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oha. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Wieso sind denn schneller und da werden als die? Was kann man jetzt hier machen? Ich muss sie verbarrikadieren. Barrikadieren. Gab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Implantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja.
Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Mhm. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Goal darüber zu bekommen. Auf geht's. Sind wir jetzt schon in Kapitel 2, hier Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Nach oben, oha. Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Kranarm. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Das sagt bis Horizont und mein Kran das gleiche. Kranhebel. Nach oben, hier ist man nach oben. Lalala. Oh. Der Vogel. Und er lebt noch. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ja, du bist so ein bisschen zerlegt. Und kann man jetzt hier hoch? Jetzt warte doch hoch. Und jetzt kann man hier noch was machen. Das ist doch da lang. Oha. Ich geh nochmal zurück. Ich will jetzt mal Wartungskasten. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Genau, Kranhebel. Muss hier nochmal wieder runter. Wo sind wir? Zum Kran. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Egal, was dahinter auf dem... Blub. Defekte sich... Das muss ja natürlich sein, eine defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Die ist im Eimer. Weg damit. Och nö. Jetzt komm schon. Verdammt. Och man, jetzt ist doch noch eine Sicherung fehlt. Kann ja nur sowas sein. Minenbike. Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Können wir die benutzen schon? Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Weichenkasten. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Komm schon, den Hebel mal nutzen. Ich habe mir Lust, den Hebel zu benutzen. Also den Hebel kann ich nicht benutzen. Zur Schaltzentrale. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ach so. Zu Viadukt. Achso, Scheinwerfer. Nehmen wir mal mit. Ach, ein Glühbirne. Da. Oh, Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Da.
Signallampe. Alle Signale stehen auf los. Warum bin los. Ich überhaupt noch hier? Gehen wir mal hier hin. Oh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Lol. Aber leider war es schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wissen und mit rauskriegen wollt, wer das da unten ist, der da gerade von Kaugummi und Blankeks geredet hat. Okay, wiedersehen.